Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Fall geht es wieder um einen Cold Case, und zwar aus dem Jahr 2001. Tattag war der 5. Januar 2001, der Name des Opfers Werner Klostermann. Werner Klostermann war Bauunternehmer einer Firma in Spich bei Bonn. Zuletzt handelte er mit Fertighäusern aus Holz. Die Firma lief allerdings nicht so gut und er stand unter großem finanziellen Druck. Die Firma hatte mittlerweile einen großen Schuldenberg angehäuft. Kurz bevor die Firma zusammenbrach, beziehungsweise er die Firma liquidieren wollte, wurde Werner Klostermann getötet. In der Sendung Aktenzeichen XY wird es so dargestellt, dass es mit seinem Bruder, der in der Firma als Buchhalter tätig war, immer wieder Streit wegen der Finanzen gab. Seinem Bruder war es durchaus bewusst, dass es mit der Firma so nicht weitergehen konnte. Das war natürlich auch seine Aufgabe als Buchhalter. Aber Werner Klostermann ignorierte dies und machte einfach weiter. Werner Klostermann lebte teilweise in Deutschland und teilweise in Südfrankreich, zusammen mit seiner Frau, die Französin war. Mit ihr war er seit 1993 verheiratet. Zusammen mit seiner Frau feierte der 47-jährige Silvester zusammen in Südfrankreich. Am Donnerstag, den 4. Januar 2001, traf sich Werner Klostermann vormittags mit einem Bekannten beim Notar. Denn es sollte ein Grundstück der Firma an diesen Bekannten verkauft werden, damit die Firma aus der finanziellen Schieflage herauskommt. In der Sendung Aktenzeichen XY wird es dann so dargestellt, dass der Notar dann sagt, dass das Grundstück aber sehr belastet ist von diversen Gläubigern. Bei denen wurde das Grundstück dann als Sicherheit hinterlegt und diese wurden eingetragen. Werner Klostermann erläutert dann dem Notar seine Idee. Mit dem Geld aus dem Verkauf des Grundstücks möchte er seine gesamten Schulden bei der Bank bezahlen. Der Käufer ist übrigens einer von den Gläubigern, die dann dementsprechend auch auf dem Grundstück eingetragen sind. Er stellte sich dann so vor, wenn er die Bank ausgezahlt hat, also seine Altschulden getilgt hat, dass er dann bei der Bank wieder neue Kredite bekommen kann. Der Notar weist ihn dann aber darauf hin, dass er dann ja keine Sicherheit mehr für die Bank habe, da das Grundstück, was bisher immer als Sicherheit galt, weg ist. Jetzt wird Werner Klostermann klar, in welcher Situation er steckt. Sein Plan mit dem Verkauf des Grundstücks, erst einmal aus der schwierigen Situation herauszukommen, ist mit den Worten des Notars zunichte gemacht. Er fügt dann hinzu, dass er doch die Firma als Sicherheit habe. Der Notar erklärt ihm aber, die Firma wäre keine Sicherheit, denn sie bestünde nur aus ein paar Mitarbeitern, die Geldkosten und ein paar alten Maschinen. Der Verkauf des Grundstücks kommt dann aus diesen Gründen nicht zustande. Am 4. Januar 2001, so die Darstellung bei Aktenzeichen XY, den letzten Abend von Werner Klostermann, ist er an diesem Abend bei Freunden. Er wirkt an diesem Abend total fahrig und teilnahmslos. Seinen Freunden erklärt er dann auf Nachfrage, dass er pleite ist. Auf die Frage, wie er in diese Situation gekommen ist, sagt er, dass er zufällige Aufträge angenommen hat und er diese nicht fertigstellen konnte. Und wenn er Aufträge nicht fertigstellen konnte, bekam er kein Geld. Und da er dann kein Geld bekam, hatte er auch kein Geld und dementsprechend dann kein Geld für die neuen Projekte hatte, wodurch dann wieder neue Schulden entstanden. Weiterhin erzählt er, dass er 8 Millionen Schulden hatte und er diese niemals zurückzahlen kann. Ob das wirklich stimmt mit diesen 8 Millionen
und wie er diese dann mit dem Verkauf des Grundstücks tilgen wollte. Keine Ahnung, da gab es jetzt auch weder bei Arkenzeichen Y noch im Netz weitere Informationen dazu. Ich fahre jetzt erst einmal weiter fort mit der Darstellung bei Arkenzeichen Y. Am Freitag, dem 5.01.2001, also dem Tattag, spricht Werner Klostermann noch einmal mit seinem Bruder am Telefon und teilt diesem mit, dass er noch einmal mit dem Notar sprechen will, ob es nicht doch noch eine Lösung gibt. Zwischen 9 Uhr und ca. 10.40 Uhr wurde Werner Klostermann dann getötet. Um ca. 10.40 Uhr wird er von dem für ihn zuständigen Briefträger liegend in seinem Auto gefunden. Als dieser wollte nämlich gerade zu ihm gehen, um ihm zwei Postzustellungsurkunden zu überreichen. Der Tat- und Fundort war ein Parkplatz an der Antwerpener Straße im Gewerbegebiet von Spich. Angrenzend an diesem Parkplatz hatte Werner Klostermann auch sein Büro und anscheinend auch seinen Wohnsitz. Dazu komme ich später aber nochmal. Er lag auf den Vordersitzen und seine Beine hingen aus dem Auto. Da ich die Bilder diesbezüglich jetzt hier nicht darstellen kann, habe ich euch in der Beschreibung einmal den ein oder anderen Link hinterlegt, wo ihr genau die Auffindesituation sehen könnt. Diese Szene, wo er aufgefunden wurde, ist übrigens in der Aktenzeichen Y-Sendung exakt so dargestellt worden, wie es in Wirklichkeit war. Der Postzusteller ruft sofort die Polizei. Der Täter hatte ein ganzes Magazin von 6 Schüssen auf ihn abgefeuert. Als er bereits nicht mehr lebte, stach er auch noch mehrfach auf ihn ein. So viel erst einmal zum Tatablauf bzw. zur Vorgeschichte von Werner Klostermann. Es mussten dann mehr als 150 Spurenakten angelegt werden, da es schwierige Ermittlungen waren, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld von Werner Klostermann. Dabei stellten die Kripo-Beamten dann fest, dass in den vergangenen Jahren in den Geschäftsbeziehungen des Bauunternehmers Unregelmäßigkeiten in finanzieller Hinsicht aufgetreten sind. Offenbar hatten auch etliche Kunden erheblichen Ärger mit ihm. So seien vereinbarte Leistungen nicht erbracht, Rechnungen nicht bezahlt und Honorare nicht erstattet worden. Angeblich ist er Anfang Januar nur nach Deutschland zurückgekommen, um seine zwei Firmen zu liquidieren. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Die Beamten, die die letzten Tage und Stunden im Leben von Werner Klostermann rekonstruiert haben, konnten klären, dass Werner Klostermann am Mittwoch, den 3. Januar, aus Frankreich zurück nach Spich gekommen war. Am 4. Januar war er dann geschäftlich in der Region unterwegs. Damit dürfte unter anderem der Termin beim Notar gemeint sein. Ob er noch weiter geschäftlich unterwegs war, konnte ich leider anhand der Informationen im Internet und bei Aktenzeichen Y nicht herausfinden. Dann kommt noch etwas, was bei Aktenzeichen Y nicht gezeigt wurde. Und zwar muss er am frühen Morgen des 5. Januar zwischen 6 und 9 Uhr von Spich aus mit seinem PKW, das war übrigens ein gelber Peugeot 406, weggefahren sein. Ziel und Zweck seiner Fahrt geben den Ermittlern Rätsel auf, da es keine Informationen gibt, was er in diesem Zeitraum gemacht hat. Also ich gehe mal davon aus, dass er noch irgendwie versucht hat, die Firma zu retten, beziehungsweise vielleicht noch den ein oder anderen Termin mit einem Gläubiger hatte. Die Tat war ja zwischen 9 Uhr und 10.40 Uhr vormittags an einem Werktag. Man muss mal bedenken, in dieser Zeitspanne sind dort schon zahlreiche Zulieferer mit ihren LKWs und auch Kunden unterwegs gewesen. Aber es hat sich niemand bei der Mordkommission gemeldet, der die Schüsse gehört hat. Spezialisten vom Bundeskriminalamt
haben dann anhand der Projektile ermittelt, dass der Täter mit einer Selbstladepistole der Marke Beretta, Modell 1935, mit Kaliber 7,65 mm geschossen haben muss. Diese Waffe wurde nur in dem Zeitraum von 1935 bis 1967 hergestellt. Wenn man sich das Ganze einmal anschaut, kann die Tat nur etwas mit der Schieflage der Firma zu tun haben. Denn Werner Klostermann hatte sehr viele Gläubiger, die er nicht bezahlen konnte. Ich vermute mal, diese haben sehr lange stillgehalten. Als es sich dann aber Ende des Jahres 2000, Anfang des Jahres 2001 andeutete, dass es keine Chance mehr gab, die Firma zu retten, und Werner Klostermann Insolvenz anmelden musste, dürfte einer seiner Gläubiger vermutlich selber in große Probleme geraten sein. Denn anders lässt sich die Tat nicht erklären. Ansonsten würde man nicht an einem Werktag in einem Gewerbegebiet an das Auto einer anderen Person herantreten und dort 6 Schüsse abgeben und weiterhin das Opfer noch mit Messerstichen traktieren. Die Polizei geht definitiv davon aus, dass ein Schalldämpfer benutzt wurde. Ansonsten hätten es eben die Mitarbeiter anderer Firmen mitbekommen müssen. Und wie vorhin schon erwähnt, es hat sich ja niemand gemeldet, der irgendetwas gehört hat. Die Polizei geht auch davon aus, dass es sich nicht um einen Profitäter gehandelt hat. Ich bin da allerdings etwas zwiegespalten, denn der Täter ist ein sehr großes Risiko eingegangen, wenn es nicht jemand war, der ein bisschen Erfahrung hatte. Denn er hat es ja geschafft, eben die Tat zu vollbringen, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommen hat. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie lange hat Werner Klostermann auf seinen Vordersitzen gelegen und die Beine hingen aus dem Auto heraus. Aber der Todeszeitpunkt wurde ja nicht weiter angegeben, sondern nur mit dem Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10.40 Uhr. Es dürfte sich aber nicht um eine langfristig geplante Tat gehandelt haben. Es muss jemand gewesen sein, der durch die Pleite der Firma jetzt selber richtig in finanzielle Schieflage geraten ist oder geraten würde. Ich denke mir auch mal, dass die Person gewusst haben muss, dass Werner Klostermann aus Südfrankreich zurückkommt, um die Firma zu liquidieren. Also muss diese Person schon ziemlich nah an ihm dran gewesen sein und dürfte regelmäßig mit ihm Kontakt gestanden haben. Die Frage ist nur, war die Tat dann nur einfacher Hass oder hatte er sich irgendwie erhofft, durch diese Tat noch etwas von seinem Geld retten zu können? Hatte er vielleicht auch zusammen mit Werner Klostermann Geschäfte gemacht und verlor jetzt deswegen das Geld? Das heißt, hatte derjenige vielleicht zusammen mit Werner Klostermann irgendwo investiert? Die Frage ist natürlich auch, hat er vielleicht schon anderen Personen gegenüber ganz klar gesagt, dass er pleite ist, dass er 8 Millionen Schulden hat? Oder war es tatsächlich das erste Mal, dass er dies geäußert hat, als er am Abend zuvor mit den Freunden gesprochen hat, bei denen er war, lauter Darstellung bei Aktenzeichen? Die Darstellung in Aktenzeichen Y war auch das erste Mal, dass überregional über diesen Fall berichtet wurde. Und da stört mich natürlich mal wieder, dass eben dieser Zeitraum von 6 bis 9 Uhr überhaupt nicht genannt wird. Dabei kann dieser Zeitraum sehr tatrelevant sein. So, während ich das Ganze jetzt eingesprochen habe, habe ich nochmal ganz kurz ins Internet geguckt und da ist noch was ganz Interessantes gefunden. Deswegen kommt es jetzt leider ein bisschen später, als es eigentlich in dem richtigen Zeitablauf war. Und zwar hat sich Werner Klostermann vor der Tat, also dem 4.1., von seinem Wohnort, also wie schon gesagt, dort muss er auch tatsächlich gewohnt haben, an der Antwerpener Straße abgemeldet. Danach wollte er anscheinend schnell seine Firma liquidieren und dann nach Frankreich absetzen. Außerdem wird dann hier auch wieder von einer zweiten Firma gesprochen, aber dazu kann man leider auch nichts finden, ob diese Firma jetzt in Deutschland bestanden hat, in Frankreich
oder ob dementsprechend es der Firma ja auch so schlecht ging oder ob die Firma so weit liquide war, dass er daraus Geld abschöpfen könnte. Schade, aber dazu konnte ich keine weiteren Infos finden. Und jetzt erzähle ich euch mal, warum mich dieser Fall so besonders fasziniert oder interessiert. Und zwar folgendermaßen. Ungefähr in dem gleichen Zeitraum, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hat eine ehemalige Arbeitskollegin von mir mit ihrem damaligen Mann auch Fertighäuser verkauft. Also zu diesem Zeitpunkt waren wir schon seit 10 Jahren keine Arbeitskollegen mehr. Ob diese Fertighäuser jetzt aus Holz waren, das weiß ich leider nicht mehr. Die Kunden, also die Bauherren, hatten damals sehr ähnliche Problematiken. Die Aufträge wurden nur sehr ungenügend und schleppend ausgeführt. Die Käufer waren auch sehr sauer und sind damals dann bei meiner ehemaligen Arbeitskollegin und dem Mann aufgetaucht. Deren Firma ist selber durch diese Situation dann auch in finanzielle Schieflage geraten. Ich meine, mich dunkel daran erinnern zu können, dass es damals dann hauptsächlich darum ging, dass Teile der Fertighäuser nicht rechtzeitig und nicht schnell genug geliefert werden konnten und es dadurch zu den Problematiken kam. Das ist schon sehr ähnlich zu der Situation, die es hier in diesem Fall gab. Bei meiner ehemaligen Arbeitskollegin war dann damals sogar ein Fernsehteam von ProSieben, welches darüber berichtet hat, und zwar ging es halt dann darum, dass meiner ehemaligen Arbeitskollegin und ihrem Mann Betrug vorgeworfen wurde. Dieses Video war auch lange Zeit auf YouTube zu finden. Ich habe da nochmal nachgesucht gestern, aber ich kann es leider nicht mehr finden. Ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwo gesichert habe auf meinen diversen Speichermedien. Super interessant wäre natürlich, ob man herausfinden könnte, ob beide Firmen zum Beispiel die Fertighäuser oder die Fertigteile der Häuser von der gleichen Firma bezogen haben. Weil die Situation, wie schon gesagt, ist schon recht ähnlich. Allerdings, soweit ich weiß, lebt meine ehemalige Arbeitskollegin noch. Leider kann ich mich auch nicht mehr so genau an den Namen meiner ehemaligen Arbeitskollegin nennen. Und von daher habe ich auch nicht die Möglichkeit, da nochmal bei ihr anzufragen. Aber ich denke mal, sie würde mir eh keine Auskunft dazu geben, weil das natürlich ein ziemlich dunkles Kapitel in ihrem Leben ist. So, das war es dann erst einmal zu diesem Cold Case. Also wie schon gesagt, der ist immer noch offen. Es gibt wohl wenig Ansatzpunkte und von daher bleibt der Fall seit über 20 Jahren ungeklärt und auch in den letzten Jahren hat es keinerlei Neuigkeiten in dem Fall gegeben. Es kann natürlich auch sein, dass die Polizei auf vollkommen falschen Wegen ist, dass es einfach nur ein Zufall war, dass die Tat dann passierte und dies vielleicht einen ganz anderen Hintergrund hat. Man weiß es nie, wir haben es ja schon öfter bei Fällen gesehen, dass man davon ausging, es handelt sich um die und die Art von Täter, es hat den und den Hintergrund. Und am Ende, als der Fall gelöst wurde, war es etwas komplett anderes, war es ein komplett anderer Täter, der mit der eigentlichen Idee überhaupt nichts zu tun hatte. Hoffen wir mal, dass dieser Fall irgendwann nochmal aufgeklärt wird. Mich würde schon interessieren, ob es tatsächlich dann einer von den Gläubigern waren, die dann Werner Klostermann aus der Welt geschaffen haben. So, dann passt erstmal alles schön auf euch auf. Und dann hören oder sehen wir uns schon sehr bald wieder bei dem nächsten Video. Bis dahin erstmal, tschüss!